Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Alle anderen sind schon zur Gamescom unterwegs, deswegen lassen wir es uns heute mal gut gehen. Wir schnappen uns unsere alten Rollschuhe, die verstaubte Schrotflinte von Opa und drehen ein paar Runden im Rollerdrome. Aber zuerst machen wir noch einen Abstecher ins Rumbleverse, was verdächtig nach Fortnite aussieht und auch aus dem Hause Epic Games kommt. Es gibt aber einen Twist, das Ganze ist ein Wrestling-Spiel. Ja! Keine Ahnung, frag nicht mich, frag Markus. Der hat sich das Ganze angeguckt und mag scheinbar Wrestling. Knalliger Cartoon-Look, Battle-Royale-Schlachten und so gar nicht peinliche Tierkostümchen. Bei all dem könnte man jetzt denken, dass es sich hier einfach um Fortnite handelt. Zwar ist die Annahme in diesem Fall falsch, denn das hier ist Rumbleverse, aber ganz daneben liegt ja auch nicht. Das wird immerhin vom Fortnite-Entwickler Epic Games veröffentlicht und macht grundlegend auch das Gleiche. Nämlich buntes Free-to-Play-Massengefetze. Nur wird hier nicht gebaut und geschossen, sondern geboxt und gekickt. Ist Rumbleverse jetzt aber ein neuer, funkelnder Stern am Battle-Royale-Himmel? Oder einfach nur ein Versuch, das Hype-Genre noch weiter zu melken? Ich liebe Geld. Geld ist gut. Um das herauszufinden, schauen wir uns als erstes das Spielprinzip genauer an. Hier läuft erstmal alles nach der Standard-Battle-Royale-Formel. Zu Beginn einer Runde werden 40 Kämpferinnen und Kämpfer auf eine Map geschossen, die nach dem Zufallsprinzip auf einen Bereich eingegrenzt wird. Dann heißt es eigentlich nur Smash, bis nur noch einer steht und das seid im besten Fall ihr selbst. Damit eure Chancen auf einen Sieg steigen, solltet ihr fleißig Kisten zerkloppen. Darin können dann Heilgegenstände, Power-Ups oder solche Bücher stecken. Die sind besonders wichtig, denn damit lernt ihr neue Angriffe. Diese Techniken haben wiederum zufällige Werte und Effekte, weshalb es sich lohnt, nach starken Skills zu suchen. Zu lange solltet ihr euch dabei aber nicht Zeit lassen, da die Karte schließlich immer kleiner wird und alle verbleibenden Personen immer mehr zusammengefercht werden. Geratet ihr dabei außerhalb der Begrenzung, werdet ihr von 10 angezählt und scheidet schließlich bei 0 aus. One! Oh, the ring claims another competitor. Also stürzt euch lieber wieder ins Getümmel und verpasst jeder Zufallsbegegnung eine Trachtprügel. What's your name? Stan. Oh! Das Kampfsystem ist dabei angenehm simpel. Ihr habt 2 Standardangriffe, die sich für mehr Schaden auch aufladen lassen. 2 variable Skills aus den auffindbaren Büchern und ihr könnt natürlich auch blocken. Etwas taktisch wird das Ganze mit den Prioritäten. Die verschiedenen Moves sind nämlich in einer Rangfolge geordnet. Prallen 2 Fighter gleichzeitig mit ihren Angriffen aufeinander, kommt die Attacke mit dem höheren Rang durch. Jetzt denken sich bestimmt viele von euch, ja geil, dann setze ich einfach immer nur den ranghöchsten Angriff ein. Aber ganz so einfach ist das nicht, denn ganz oben stehen die Super-Moves. Das sind extrem starke Würfe, die ziemlich viel Schaden zufügen. Allerdings müssen die auch erstmal im Laufe des Matches aufgeladen werden. Dafür sammelt ihr einfach diese Sterne ein, die überall verteilt sind. Oder ihr nutzt die zweite Methode. Was macht denn Markus da? Ah, der lädt nur seinen Supermove auf. Ach so. Ja, tatsächlich lädt sich eure Star Power auch auf, wenn ihr vor euren Gegnern Emotes benutzt. Aber egal, wie ihr eure Energie füllt, solltet ihr den Einsatz eures Supermoves gut abwägen. Werdet ihr nämlich ausgenockt, könnt ihr euch damit auch selbst wiederbeleben und bleibt im Spiel. Diese ganzen Mechaniken sind nicht super komplex, aber genau das hat dafür gesorgt, dass wir echt schnell ins Spiel gefunden und auch häufig gute Ergebnisse erzielt haben. Spaß macht das Geprügel außerdem, weil sich das Movement echt gut anfühlt. Ihr seid recht flott unterwegs, könnt an Häusern hochklettern und halbmäßig von Dach zu Dach springen. Stürzt ihr dabei mal ab, ist das absolut kein Problem, denn Fallschaden gibt es nicht. Nice. So könnt ihr also immer schön ohne Rücksicht auf Verluste durch die City hetzen, bis ihr natürlich auf den nächsten Gegner trefft. Wegrennen solltet ihr aber in den wenigsten Fällen, denn das Spiel belohnt euch großzügig fürs Kämpfen. Ihr bekommt nämlich zufällige passive Fähigkeiten, wenn ihr eine bestimmte Summe an Schaden austeilt. Das kann zum Beispiel diese Fähigkeit sein, mit der ihr euch heilen könnt, wenn ihr kurz stillsteht.
So habt ihr nicht nur permanent Bock, den anderen auf die Schnauze zu hauen, sondern könnt euch fürs große Finale auch noch erhebliche Vorteile erprügeln. Am Ende braucht ihr aber vor allem eine Sache. Hühnchen mit Reis! Hühnchen mit Reis! Reis gibt's zwar nicht, dafür jede Menge Hühnchen. Der Brathahn ist eine der wenigen Möglichkeiten, euch zu heilen. Wer am Ende die Taschen voller Hähnchen hat, hat auch gute Chancen auf eine hohe Platzierung. Aber Vorsicht, das Pumpergericht ist heiß begehrt und kann euch auch beim Verzehr aus den Händen geprügelt werden. Einen kleinen Vorteil könnt ihr euch noch verschaffen, indem ihr mal in die Option schaut. Hier gibt's tatsächlich die Möglichkeit, die gegnerische Schrittlautstärke zu erhöhen. So hört ihr die Muskelprotze auch schon von weitem antrampeln. Eine interessante Einstellung, die aber sicherlich nicht in jeder Situation praktisch ist. So, mein Kleiner, jetzt machst du erstmal schön Heia. Gute Nacht. Hast du schon wieder nicht die Schrittlautstärke runtergestellt? Ja, hab ich wohl vergessen. Der sonstige Inhalt von Rumbleverse ist aktuell noch sehr überschaubar. Es gibt nur eine Map und auch nur zwei richtige Spielmodi. Solo Battle Royale und Duo Battle Royale für Koop-Gekloppel. Hier sollte auf jeden Fall zügig nachgelegt werden, da es sonst noch etwas an Abwechslung fehlt. Bis zum Redaktionsschluss war die erste Saison mit ihrem Kampfpass leider noch nicht verfügbar, weshalb wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis wenig sagen können. Werfen wir aber mal einen Blick in den Ingame-Shop, fallen direkt die recht hohen Preise auf. Ein Drill-Sergeant-Outfit für umgerechnet 20 Euro, das angeblich schon mal 50 Euro gekostet hat. Ein Pilzhut für etwa 10 Euro und ein Emote für 5 Euro. Da wird man sprachlos. Die Preise sind auch für unseren Geschmack viel zu hoch angesetzt. Aber immerhin bleibt es bis jetzt auch nur bei kosmetischen Gegenständen, die das Spiel nicht beeinflussen. Wer kein Geld reinbuttern möchte, bekommt immerhin beim Levelaufstieg eine kleine Auswahl an zufälligen Gegenständen, damit ihr euch auch so dumm, natürlich geschmackvoll einkleiden könnt wie eure Kampfgefährtinnen und Gefährten. Auch wenn es inhaltlich gerade noch etwas mau aussieht und der Ingame-Shop voll mit Wucherpreisen ist, hatten wir eine wirklich unterhaltsame Zeit. Das Spielprinzip ist denkbar simpel und die Mechaniken schnell verinnerlicht, sodass auch schnell spannende Matches entstehen. Eine Revolution für das Genre ist Rumbleverse zwar nicht, dafür aber definitiv eine spaßige Ergänzung. Da der Prügelspaß auch noch für lau erhältlich ist, können wir allen Interessierten empfehlen, sich die Battle Royale-Sause zumindest mal anzuschauen. Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu den News. Die beginnen diese Woche mit der Gamescom, denn bis die losgeht, dauert's ja nicht mehr lang. Und eins steht jetzt schon fest, die Hütte wird voll. Wer geplant hat, am Messesamstag auf die Gamescom zu kommen, schaut nämlich in die Röhre. Wie dem offiziellen Ticketshop zu entnehmen ist, ist der beliebte Wochenendtag inzwischen ausverkauft. Trotz der zuletzt lauten Kritik an den stark gestiegenen Ticketpreisen. Zum Vergleich, kostete eine Tageskarte im Jahr 2019 im Vorverkauf noch 16,50 Euro, liegt sie in diesem Jahr zwischen ca. 25 und 30 Euro. Wer Tickets für die Opening Night Live ergattern wollte, musste weitere 29 Euro einplanen. Neben der Eröffnungsveranstaltung, auf der zum Beispiel der Open-World-Titel Everywhere von Leslie Benzies, dem ehemaligen Chefentwickler der GTA-Reihe, zu erwarten ist, gibt's natürlich wieder klassische Messetage. Mit dabei sind unter anderem große Namen wie Microsoft, Bandai Namco, Sega oder Ubisoft. Durch die Absage anderer Aussteller wie Sony, Nintendo oder EA haben in diesem Jahr kleinere Titel und Aussteller aber mehr denn je die Chance, ins Rampenlicht zu rücken. Und dass sie eine ganze Menge Freude machen können, hat die Indie Arena Booth, die natürlich auch dieses Mal am Start ist, in den vergangenen Jahren ja immer wieder bewiesen. Ob ihr in den Gamescom-Absagen großer Entwickler und Publisher auch eine Chance seht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wir machen jetzt hier weiter mit THQ Nordic, die haben nämlich in einem digitalen Showcase gezeigt, was uns in ferner und naher Zukunft so erwartet. Nach einem kurzen Intro mit einigen kleineren Spielen wie Endling Extinction is Forever, The Exit Eternal Matters, Parish und A Red's Quest wurde mit dem Remake von Alone in the Dark der erste Titel gezeigt, der zumindest bei älteren Horrorfans nostalgische Gefühle geweckt haben dürfte. Im Trailer gab es nicht nur die von Grund auf überarbeitete Optik, sondern auch einige der Gameplay-Änderungen zu sehen. Hier wäre vor allem die Third-Person-Perspektive zu nennen, die die feste Kamera aus dem Original ablöst. Für viele ein weiteres Highlight dürften die Szenen zur Gothic-Neuauflage gewesen sein.
Zwar sagte die stimmungsvolle Kamerafahrt durch verschiedene Areale nicht viel über das nach der ersten Demo viel kritisierte Gameplay aus, etwas Hoffnung in puncto Atmosphäre könnte beim ein oder anderen Gothic-Fan aber doch aufkeimen. Weiterhin gab es Spielszenen zum Command & Conquer-ähnlichen Strategiespiel Tempest Rising, verrückte Alien-Action in Destroy All Humans 2 Reprobed und Mittelalter-Schlachten in Knights of Honor 2 und The Valiant zu sehen. Besondere Freude könnten Taktiker und Taktikerinnen an den neuen Szenen zu Jagged Alliance 3 gefunden haben. Um das wurde es nach der Ankündigung im vergangenen Herbst ja ziemlich still. Wer mehr zu den anderen Trailern und Ankündigungen zu zum Beispiel Outcast 2, Recreation oder Stuntfest erfahren möchte, kann die gesamte Präsentation auf dem YouTube-Kanal von THQ Nordic nachholen. Das Wort Firmenübernahme hat in der jüngeren Vergangenheit einen ganz neuen Stellenwert in der Videospielindustrie bekommen. Nach den viel diskutierten Übernahmen von Activision Blizzard durch Microsoft oder auch Bungie durch Sony hat nun auch der Mutterkonzern von THQ Nordic zugeschlagen. Zur schwedischen Embracer Group gehören daneben schon Gearbox Entertainment, Coffee Stain, Koch Media, seit kurzem bekannt als Playon und viele weitere Unternehmen. Das Portfolio wird jetzt aber noch deutlich ausgebaut und die Liste ist lang. Bei den Spielestudios wurden Tripwire Interactive, die unter anderem Killing Floor 2 und Maneater hervorgebracht haben, und Teardown-Studio Tuxedo Labs eingekauft. Ein weiteres Games-Unternehmen wurde ebenfalls übernommen, dessen Identität aber gerade noch aus ominösen geschäftlichen Gründen nicht enthüllt wurde. Allerdings heißt es in Embracers Zwischenbericht, dass es sich dabei um die dritt- oder viertteuerste Übernahme der Unternehmensgeschichte handelt. Des Weiteren zählen Syntrix, ein Audiotechnik-Unternehmen, und Limited Run Games, ein amerikanischer Videospielgroßhandel, zu den neuen Käufen. Doch der krasseste Name auf der Liste ist sicherlich der Herr der Ringe. Embracer Group hat sich nämlich auch die Rechte an Tolkiens Fantasy-Epos samt dem Hobbit gesichert. Der Unternehmensführung zufolge will man in Zukunft viele neue Projekte in Tolkiens Universum ansiedeln, wie zum Beispiel Filmauskopplung zu beliebten Herr der Ringe-Figuren. Wir sind gespannt, ob wir demnächst einen Gandalf-Film zu sehen bekommen. Und damit kommen wir von vielen Studios der Embracer Group zu vielen News, die wir für euch gebündelt haben. Ticker-Time! Fingerzeig! Mit einem kurzen Video haben Ubisoft auf den Release-Termin des Reich der Lüfte DLCs für Anno 1800 hingewiesen. Deuten wir die Flugchoreografie richtig, darf mit einem Release am 20. September dieses Jahres gerechnet werden. Verspätet! Das im Harry Potter-Universum angesiedelte Rollenspiel Hogwarts Legacy wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Via Twitter gaben die Entwickler bekannt, dass der neue Release-Termin auf den 10. Februar 2023 fällt. Verspätet die zweite! Entwickler Flying Wild Hawks hat den Third-Person-Shooter Evil West ein weiteres Mal verschoben. Dieses Mal vom 20. September auf den 22. November 2022. Datenleck. Einem geleakten Dokument ist zu entnehmen, dass Call of Duty Warzone 2 am 16. November 2022 erscheinen soll. Eine offizielle Reaktion auf diesen Termin gibt es bislang noch nicht. Nachgereicht. Knapp 10 Jahre nach dem Ur-Release wird das MMO Guild Wars 2 auch auf Steam erscheinen. Ab dem 23. August können MMO-Fans über Steam loslegen. Aufpoliert. Mit neuen Szenen zur Neuauflage des von Spielern wie Kritikern abgewatschten Remakes des Comic-Shooters 13 macht das französische Studio Tower 5 auf den aktuellen Stand des Spiels aufmerksam. Am 13. September soll das Remake zum Remake erscheinen. Wer die Version aus dem Jahr 2020 besitzt, soll kostenlos upgraden können. Switch Collection. Wie Square Enix bekannt gegeben hat, werden überarbeitete Fassungen von Life is Strange und Life is Strange Before the Storm für die Switch erscheinen. Ab dem 27. September sollen Freunde von Story-Spielen die sogenannte Arcadia Bay Collection herunterladen können. PC-Launcher in Sicht? Spekulationen zufolge arbeitet Sony aktuell an einem eigenen Launcher, über den die für den PC portierten Spiele auf Heimcomputern gestartet werden können. Hinweise darauf sollen eindeutige Zeilen im Code von Spider-Man Remastered liefern. Mehr Mittelerde! Via Twitter gab der Outer Worlds und Hades Publisher Private Division bekannt, dass in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Beta Workshop an einem neuen Spiel im Herr-der-Ringe-Universum gearbeitet wird. Handfeste Informationen zum Genre oder dem Release gibt es aber noch nicht. Hype Train! Ein Eichhörnchen mit Vorliebe für Schusswaffen sorgt aktuell für Aufruhr im Internet. Einen Release-Termin hat das einfach nur Squirrel with a Gun getaufte Spiel zwar noch nicht, dafür aber skurrile Szenen. Ob das nächste Spiel so verrückt wird wie ein Eichhörnchen mit Knarre, wage ich etwas zu bezweifeln. Das hört auf den Namen Tin Hearts und sieht auf den ersten Blick eher knuddelig aus. Trant verrät uns mehr. Hinter Tin Hearts stehen ehemalige Teammitglieder der Lionhead Studios. Ein Name, der Fable-Fans sicher ein Begriff ist. Bereits 2018 veröffentlichten die unter dem Teamnamen Rogue Sun eine Early Access-Version von Tin Hearts, einem Puzzlespiel mit VR-Fokus, welche aber bald wieder aus dem Steam-Shop verschwand, mit dem Hinweis, man habe nun einen Publisher gefunden. Und jetzt mit der Unterstützung des Indie-Publishers Wired Productions scheint das Projekt sich langsam der Fertigstellung zu nähern. Davon gehe ich jedenfalls aus, sonst hätten wir keine Preview-Version dazu bekommen.
Wichtige Info vorweg, der Titel mag auf VR zugeschnitten sein und soll mit den gängigen Headsets wie Oculus Rift, Valve Index und HTC Vive funktionieren, jedoch erscheint der Titel auch für Xbox, PlayStation und Switch. Und ich habe ihn am PC ebenfalls ohne VR gespielt. Will sagen, Tin Hearts ist nicht nur für VR-User interessant, sondern potenziell für jeden Knobelfreund. Tin Hearts erinnert ein wenig an Lemmings. Euer Job ist es, kleine Zinnsoldaten durch hindernisreiche Umgebungen zu einem Ausgang zu dirigieren, indem ihr Objekte entsprechend platziert oder manipuliert. Zu Beginn sind die Rätsel schrecklich simpel, weil kleine Holzteile mit geformten Steckplätzen vorgeben, welchen Klotz ihr wo und wie platzieren müsst. Recht bald werden die Herausforderungen aber komplexer und mit der Einführung neuer Fähigkeiten die Lösungswege flexibler. Es gibt Klötze, die ihr frei drehen und überall platzieren könnt. Später dann auch Spielzeuglokomotiven, Springtrommeln, Luftballonmaschinen oder auch kleine Kanonen, mit denen ihr etwa Bücher oder Holzlatten umstoßt. Es macht schon Laune, wenn man zuerst ganz genau die Umgebung analysieren muss, um dann Schritt für Schritt den Weg für die Aufziehsoldaten zu ebnen. Wirklich schwer waren die Aufgaben in den bisher 17 Levels aber nie, vor allem dank des Zeitfeatures. Denn neben einer bequemen Vorspulfunktion gibt es auch eine Rückspulfunktion, mit der sich Fehler ungeschehen machen lassen. Und wenn ihr die Zeit stoppt, wird sogar der Weg der Soldaten vorhergesagt. Das macht Tin Hearts nach jetzigem Stand zu einem recht entspannten Rätselspiel, in dem weniger Geschick, sondern eher Grips und Beobachtungsgabe gefordert werden. Hinzu kommt noch eine emotionale Geschichte um den Erfinder Albert Butterworth, die in Form von Briefen und Erinnerungen synchron zum Spiel erzählt wird. Und dessen Geist ihr anscheinend spielt, würde ich jetzt einfach mal vermuten, aber hey, ohne Gewehr. Aufgrund der heimeligen Atmosphäre und der kreativen Rätsel würde ich sagen, dass Puzzle-Fans sich Tin Hearts schon mal auf die Merkliste setzen können. Mit dem vagen Erscheinungsdatum Winter 22. Am Ende wird es aber noch darauf ankommen, wie viel Content der Titel bieten wird und zu welchem Preis. Vielen Dank, Trant. Das soll es dann auch mit den News für diese Woche gewesen sein. Ich mache mich jetzt langsam auf den Weg nach Köln und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Krogi. Ein Battle Royale Wrestling Mix hatten wir ja heute schon, aber eine merkwürdige Genre-Kombo haben wir noch für euch. Wie wär's mit einem Skating-Spiel mit Waffen? Also im Prinzip einem Rollshooter. Verstehe? Geile Tricks machen, Zeitlupe anschalten, Gegner wegballern. Klingt ein bisschen wie Schoko und Zitroneneis. Beides schon alleine geil und zusammen irgendwie auch geil. Oder Kuro? 900 Grad sind 2,5 Drehungen. Klingt erstmal nach nicht viel, oder? Hier, Kuro, zeig mal. Toll! Aber 2,5 Drehungen in der Luft mit einem Skateboard galt für sehr lange Zeit als der schwierigste Trick, den ein Mensch ausführen kann. Der erste, der das schaffte, war Tony Hawk. 11 Versuche hat er dafür bei den X Games 1999 gebraucht. Doch aufgrund dieser 2,5 Drehungen schoss der Bekanntheitsgrad des Profi-Skateboarders durch die Decke. Activision schnappte sich den Kalifornier, um mit auf der Erfolgswelle zu surfen, zu skaten. Und Tony Hawks Pro Skater wurde ein richtiger Hit. Natürlich wollten dann alle im angesagten Fun-Sport-Genre mitmischen. Die BMXer und Surfer, die Inliner und Scooter-Kiddies, ja sogar Solid Snake und diverse Disney-Charaktere stürzten sich in die Halfpipes. Und auch wenn es mittlerweile etwas ruhiger um das Genre geworden ist, wirft Olli Olli Studio Roll 7 nun einen neuen Teilnehmer in die Arena. Rollerdrome bringt aber seinen ganz eigenen Spin mit. Hier hat niemand ein Skateboard. Alle fahren Rollschuh. Ja. Aber es gibt schon Rampen und Rails und wir machen Tricks, oder? Genau. Verstehe. Los, komm mit. Okay. Und vergiss deinen Helm nicht. Ja. Moment. Hier ist deine Knarre. Was? Ja, und jetzt rein da. Was? Sorry, aber in der Zukunft, genauer gesagt im Jahr 2030, wollen die Massen halt mehr sehen. Einfach nur durch die Pipes zu düsen und Kunststücke zu zeigen, reicht nicht mehr. Es müssen Waffen her. Dachten sich zumindest die Betreiberinnen und Betreiber hinter der Sportart. Also schießt man in den Arenen anderes stilvoll mit Waffengewalt über den Haufen, um den eigenen Highscore in die Höhe zu treiben. Die Runde ist vorbei, wenn alle Gegnerinnen und Gegner erledigt wurden. Max Payne's Pro Skater sozusagen.
Ihr skatet mit Doppelpistolen, Schrotflinte und anderen Waffen im Anschlag über unterschiedlichste Rampen und grabt und spinnt, was die Rollschuhe hergeben, um sowohl Punkte zu sammeln, als auch euren begrenzten Munitionsvorrat wieder aufzustocken. Das Trickbuch ist durchaus üppig, auch wenn das Retro-Sportgerät im Vergleich zum Skateboard limitierter ist. Flips fallen logischerweise flach und Manuals sind genauso wenig Thema. Ausufernde Kombos werden dadurch schwieriger, was nicht zuletzt daran liegt, dass sich der Punktemultiplikator nur erhöht, wenn ihr die sogenannten Hausspieler umhaut. Das sind Leute, die ebenfalls in den Arenen rumlungern und versuchen, euch aus dem Leben zu holzen. Für euch sind sie nur ein Werkzeug mit Herzschlag, das ihr nutzt, um die eigene Gesundheit aufzufrischen und am Ende einer Runde möglichst viele Punkte einzuheimsen. Anfangs ist das auch ohne weiteres machbar. Die Arenen sind übersichtlich aufgebaut und die Hausspieler keine große Gefahr, weil sie in gemäßigter Menge auftauchen. Rollerdrome macht es euch in den ersten Runden einfach, sich in einen geschmeidigen Flow zu spielen. Aufs Maul legen könnt ihr euch auch nicht, was dem Spielfluss zugutekommt. Und gerade mit der stylischen Zeitlupenfunktion könnte man meinen, mitten in einem weirden Hongkong-Actionfilm der frühen 90er zu sein. Das macht richtig Laune. Fehlen eigentlich nur noch die weißen Tauben. Ein paar Level später werdet ihr jedoch im Sekundentakt aufs Korn genommen. Raketen fliegen wie wild gewordene Hornissen durch die Gegend und Hausspieler verteilen explodierende Minen, als würde der Autokorso aus Mad Max Fury Road Karneval feiern. Wo in den ersten Arenen ein ausgewogenes Tandem aus coolem Rollschuhballett und John Woo Actioneinlagen herrscht, spitzt sich das Gameplay mit jedem neuen Abschnitt zu einem immer stressiger werdenden Überlebenskampf zu. Wenn sich Rollerdrome im Chaos der Gewalt verliert, steigt das Frustpotenzial. Statt spektakuläre Tricks aneinander zu reihen, um eine coole Show zu bieten, weicht ihr nur noch panisch dem unermesslichen Kugelhagel aus, um möglichst unbeschadet eure Munition aufzufüllen. Diese Momente erwecken eher den Eindruck, als könnten sich die beiden Kernelemente des Spiels nicht einigen, wer den Ton angibt. Ist ja wohl klar. Fun-Sport-Spiele machen immer Bock. Die Leute wollen skaten. Auf mir sollte der Fokus liegen. Moment, ich bin das Alleinstellungsmerkmal. Ja, aber es wird aus allen Ecken geballert. Da kann man nicht mehr in Ruhe Tricks machen. Ohne das Geschieße ist Rollerdrome nur ein weiterer Tony Hawk-Clone. Leute? Keine Panik, ihr zwei. Ich regel das. Hey, ich werde aber nicht zu kurz kommen, oder? Halt's Maul! Ach ja, Rollerdrome hat auch eine Story, die zwischen den einzelnen Turnierrunden immer mal wieder kurz auf die Bühne darf. Darin erlebt ihr, wie sich Kara Hassan als Außenseiterin der Rollerdrome-Meisterschaft durch die einzelnen Runden kämpft, während Turnierveranstalter Matterhorn im Hintergrund zwielichte Aktionen ausführt. Aber da Ereignisse eigentlich immer nur angedeutet und nicht wirklich gezeigt werden, verpuffen diese Momente ein bisschen so wie halbgare Pausenshows. Rollerdrome ist ein puristisches Erlebnis. Ihr schaltet keine neuen Tricks frei oder verbessert irgendwelche Attribute. Es gibt keine Sponsoren, die euch anheuern wollen. Ihr bekommt auch nicht mehr Fans oder Likes auf irgendwelchen fiktiven Social-Media-Plattformen. Das ist angenehm oldschool und dem Preis des Spiels auch angemessen, denn Rollerdrome ist kein Vollpreistitel. Das Einzige, was ihr in Rollerdrome erledigen müsst, sind die Herausforderungen, die es in den Arenen gibt. Auch nicht alle, aber ihr braucht ein paar Häkchen, um Zugang zu den späteren Runden zu erhalten. Und davon abgesehen gibt es immer noch die Highscore-Ranglisten, die euch motivieren. Denn wenn sich am Ende eines Laufs der Balken mit Punkten füllt und die entsprechende Benotung dürftig ausfällt, kann das schon an der eigenen Ehre kratzen. Schwaches Ergebnis, aber Hauptsache geschafft. Was, mein Junge? Nein! Das kann ich besser! Hey, das ist echt nicht möglich. Oh Mann, das kann dauern. Rollerdrome ist ein echter Hingucker. Zumindest wenn ihr auf den speziellen Comic-Stil steht, der mit den reduzierten Details und der gedeckten Farbgebung ein bisschen an die Werke des verstorbenen Comiczeichners Jean Möbius Giraud erinnert. Doch trotz der minimalistischen Optik zeichnet das Spiel klare Bilder. Gegner lassen sich auch auf großer Entfernung klar erkennen. Und selbst wenn mal wieder der ganze Bildschirm explodiert, habt ihr zumindest immer einen Plan davon, wo ihr euch in der Arena befindet und in welche Richtung ihr euch bewegt.
Besonderes Lob verdient der Soundtrack, der mit groovig galoppierendem Synthwave das Setting der Welt und die Action hervorragend einfängt. Für uns ist Rollerdrome eine kleine Überraschung. Gut, wer Olli Olli gespielt hat, weiß, dass Entwickler Roll7 in der Lage ist, unterhaltsame Fun-Sportspiele zu produzieren. Rollerdrome düst zwar mit voller Absicht im Windschatten eines Tony Hawk, schafft es mit den Zeitlupenfeuergefechten aber trotzdem ein eigenes Ausrufezeichen zu setzen. Mehr Spielermöglichkeiten bietet Rollerdrome leider nicht. Dank des freischaltbaren Blutdürstig-Modus, der sich als eine Art New Game Plus entpuppt, passt der Umfang trotzdem. Allerdings stehen sich die Action und das Geskate am Ende gegenseitig im Weg. Anstatt den Grind souverän bis zum Ende durchzuziehen, gerät Rollerdrome im späteren Verlauf ins Schwanken. Die Landung ist bei weitem kein Bauchklatscher, aber leider auch nicht so souverän, wie sie sein könnte. So, das war's auch schon wieder mit Game 2. Jetzt ist der Moment, wo ihr dieses Video teilen müsst. Nächste Woche sehen wir uns hoffentlich alle bei der Gamescom. Wir sind natürlich auch vor Ort und schauen uns an, was da dieses Jahr so abgeht. Wenn ihr von dem Gaming-Event des Jahres noch ein bisschen Alternativunterhaltung braucht, dann könnt ihr euch hier ansehen, wie sich Thorsten Sträter über Influencer lustig macht. Ich gehe jetzt Koffer packen, wieder schauen, reingehauen.